Guten Tag, werte Gäste der Mersor-Manga. Ich heiße euch herzlich willkommen zu heutigen kleinen Genshin Impact-Thementag. Und der Grund, warum ich diesen Thementag mache, ist eigentlich dieses Video hier. Ich habe im Internet etwas entdeckt. Und zwar einen Künstler, Mangaka, Doujinshi-Künstler, was auch immer. Der hat zwar Ero-Content, auch von seinen komischen Chibi-Genshin Impact-Figuren. Das ist aber mehr, also ist mehr Comedy als jetzt Porn an sich, ne? Also es ist im Grunde Schmuddel-Comedy in einer gewissen Form. Und da lebt er sich aus. Das ist schon ein Zeichen für mich gewesen, dass da Potenzial drin ist, denn ich mag Schmuddel-Comedy. Das ist eine meiner liebsten Comedy-Formen, weil ich finde einfach, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund lache ich darüber am meisten. Es ist, so bin ich. Und, da dachte ich mir, okay, guckst du mal rein. Und dann habe ich gesehen, oh, jedes Mal, wenn der neues Genshin Impact Fan-Comic Yonkoma macht, ich erkläre gleich, was Yonkoma ist, dann postet er das auf X-Twitter und Pixiv und postet dazu aber gleichzeitig auch eine englische Übersetzung. Ich weiß nicht, ob es von ihm kommt oder von irgendjemandem, von einem Fan oder sowas, aber diese Fan-Übersetzung ist akkurat. Also das ist keine komische englische Übersetzung oder sowas, die ergibt Sinn. Und man kann den Sinn verstehen und darüber lachen. Das ist wichtig und gut. Und natürlich, wenn man das macht, globale Aufmerksamkeit hat man dadurch ein bisschen mehr. Immer noch sehr underrated. Und es gibt, glaube ich, auch ein paar Genshin Impact Fans, die diesen Zeichner nicht mögen, weil der über die Stränge schlägt. Ich erkläre kurz was. Yonkoma bedeutet, für die Leute, die es nicht wissen, ist eine Comicform, auch eine Unterhaltungs-Comedy-Form, wo der Manga aus Panels besteht pro Seite, und zwar 4 Stück an der Zahl, deswegen nennt man das Yon, Yon, die 4. Das sind 4 Panels untereinander und die beginnen von Anfang, Mitte bis Ende, beginnt oder funktioniert da oder wird da ein Gag erzählt, der in 4 Panels abgeschlossen ist und am Ende eine Pointe ergibt, da, wo man hoffentlich drüber lacht oder es zumindest seltsam findet. So. Wir in Deutschland haben nicht wirklich viel Ahnung von Yonkoma-Manga, weil nicht wirklich viele lizenziert wurden. Und die lizenziert wurden mal, sind eher so nette Beilagen, die jetzt aber, um es mal ehrlich zu sein, nicht wirklich der Banger waren. Ja, es gibt wirklich keinen grandiosen, abgrundtief geilen Yonkoma-Manga, den wir in Deutschland lizenziert bekommen haben. Das ist leider so. Im englischsprachigen Bereich gibt es vielleicht 2, aber auch da ist es jetzt nicht gang und gäbe. Generell, es verkauft sich einfach nicht gut. In Japan ist das beliebter, ne? Und dementsprechend denke ich, dass deutsche Leser und Leserinnen da jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung von Yonkoma haben. Dennoch möchte ich sowas immer mal wieder zelebrieren und thematisieren. Ich habe euch das letzte Mal in Yonkoma vorgestellt. Da war das sogar ein offizielles Nintendo-Produkt, wo eine Mangaka für Nintendo, für Pikmin 4, Pikmin Yonkoma gemacht haben. Und er war süß und bescheuert gleichzeitig. Falls euch das interessiert, einfach Pikmin eingeben in der Suchleiste bei Mersor Manga. Dann findet ihr Stoß auf das Video. Bitte, wenn es euch interessiert, gerne mal angucken, weil das war sehr charmant. Und ich glaube, man kann es heute noch finden auf der Nintendo-Webseite, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten Internet. Die Dame hat auch X-Twitter. Und da wird sicherlich auch irgendwas, oder irgendwo werdet ihr auf jeden Fall die Übersetzung finden. Und hier in diesem Beispiel bin ich auf einen Künstler gestoßen, der hört auf den Namen. Sakushi Nichijo. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe, ehrlich gesagt. Aber die Übersetzung, die ich mir da mal so zusammen recherchiert habe, bedeutet sowas wie tödlicher Alltag. Und der Name ist Programm. Denn seine Geschichten, die er vor allem überwiegend, er macht auch Ausnahmen, also er nimmt auch Aufträge an, wo er dann auch mal über andere Anime-Manga Yonkoma macht. Aber überwiegend ist es momentan Genshin Impact und ganz, ganz wenig so an der Seite Honkai Star Rail. Da hoffe ich auch, dass da vielleicht auch mehr wird. Aber in erster Linie Genshin Impact. Und da habe ich mich durch, ich glaube, über 300 seiner Comics durchgelesen, die frei zur Verfügung stehen.
Und ja, es ist geil. Dieser Mangaka, dieser Künstler, nimmt das Fantum von Genshin Impact und macht alles grausamer, seltsamer, verstörender, sexueller, was auch immer. Ich liebe diese Art von Humor. Er nimmt diese Charaktere, gibt denen so ein derpy Chibi-Look, dieses Doppelpunkt-D-Face, was fast alle irgendwie haben, und lass die dann einfach in der Welt von Teyvat durchdrehen, um es mal so zu sagen. Die Leute sind strange, die NPCs sind strange, die Protagonisten sind strange, alle sind over the top überzeichnet. Aber eben halt in diesem Chibi-Art-Style. Nichtsdestotrotz ist auf diese, ich sag mal, auf diesen kindlicher Humor wäre der falsche Begriff für definitiv, aber dieses Design, ne, mit den Chibis oder so, wirkt cutesy und so weiter. Der Inhalt ist aber derbe. Der ist derbe. Jetzt nicht over, also nicht wieder too much, dass es unangenehm oder widerlich oder sonst was wird, aber es ist definitiv, wo man sagen kann, ich weiß es jetzt schon, dass dieser Mangaka sich bestimmt von dem einen oder anderen Genshin-Fan sich bestimmt irgendeine Morddrohung oder so anhören musste, weil die Figuren werden durch den Kakao gezogen, die Figuren haben übertrieben oft Sex und das ist sein Ding. Und das mögen wahrscheinlich viele nicht, aber wer da ein Auge zudrücken kann, beziehungsweise wer das nicht so ernst nimmt und sagt, ich lach auch gerne mal über die Figuren, die ich nice finde, das ist der Yonkoma-Manga für euch. Nur mal, ich gehe einfach mal ein paar Beispiele durch. Ich werde einfach mal so einzelne Panels reinpacken. Jetzt nicht die ganzen Seiten, weil ich glaube, die kann man dann nicht lesen. Ich versuch's. Wenn man die Seiten lesen kann, werde ich die ganze Seite reinpacken. Ansonsten nur einzelne Panels. Einfach mal, dass ihr einen groben Überblick bekommt. Da gibt's so, ihr könnt dann auch pausieren, falls ich ganze Bilder hinschaffe. Ich weiß es noch nicht, wie gesagt, wenn man es nicht lesen kann, ist es halt Quatsch, ne? So, da gibt's zum Beispiel so ein Panel, wo Ganyu irgendwo draußen rumläuft und Blumen sammelt, so was Ganyu nun mal so macht. Und dann kommt die nach Hause und der Cloud Retainer, also aka ihre Mutter quasi, in einer gewissen Form, und dieser kleine Goba-Bär, den Zhang Ling immer wirft, das ist, ne, die Köchin mit dem Speer in ihrer Special Move, die bumsen. Und sie steht dann so da und sieht ihre Mutter und irgend so ein Bär, wie die da in Tierform, ist in Schattenform, sieht sie da, ja, Fortpflanzung. Und sie steht dann da komplett fertig mit dem Leben. Und ich musste da so lachen, weil das ist, glaube ich, so der Moment, wo man mal als Kind irgendwann erlebt hat, wo man dann so reingeht und die Mutter und der Vater sind so da, wie Gott sie schuf, und machen da Dinge, wo man als Kind noch nicht so ganz weiß, was es ist, aber man hat schon ungefähr einen Plan, was da passiert. Und denkt sich dann, soll ich jetzt hier noch stehen bleiben? Ich würde eigentlich gern wieder einfach rückwärts gehen und die Tür zumachen. Aber irgendwie ist man dann so, das ist wie bei so einem Horrorfilm, wo man nicht weggucken kann. Irgendwie, irgendwas passiert da gerade und es ist nichts Schönes. Also für das Kind, für die Eltern wahrscheinlich schon. Und sowas passiert dann. Oder auch ein Meme, wo ich mir gedacht habe, what the hell, ist das nicht schon gefühlt tot? Aber nein, er hat es halt einfach mit reingepackt, weil er gedacht hat, okay, das passt jetzt ganz gut. Leute fragen immer, ja, nach Quellen und so weiter, kennt ihr ja im Internet. Und er hat einfach Paimon dazu genommen und zu sagen, so, ihr Motherfuckers da draußen, ihr geht mir auf den Sack, jedes Mal mit Quelle, Quelle, Quelle. Könnt ihr nicht googeln. Wisst ihr, wie Google funktioniert? Da ist Google. Und dann sieht man das Google-Logo. Und da, wo die zwei O's sind, steht Hu Tao dazwischen. Einer der Bretter, sozusagen, von Genshin Impact. Und die steht dann so da, total stolz. Und Paimon haut er voll eine rein und sagt, fuck off. Du passt hier mal gar nicht rein. Das macht überhaupt keinen Sinn für dieses Meme. Und holt dann Shen her, die dann so machen muss und ein bisschen den da. Und die anderen checken dann, ah, jetzt verstehe ich Google suchen, ah, alles klar, jetzt habe ich es kapiert. Und ja, das ist dumm, ja, aber es ist halt geil, weil es
ein altes Anime-Meme mit Google quasi anspielt, was ich ehrlich gesagt schon eine Weile vergessen hatte. Sowas ist halt echt witzig. Ein anderes Ding ist dann halt auch, wenn da zum einen Anspielungen auf andere Anime-Manga dazukommen, was immer cool ist, wenn man die kennt. Und zusätzlich so Momente, also es gibt hier diese offensichtlichen Memes, die man kennen kann. Es gibt Gags, die man einfach verstehen kann. Und dann gibt es einfach so Gags, wo man sagt, das habe ich jetzt, und da merkt man halt auch, dass der Typ halt auch wirklich ein Fan ist, was als jemand, der halt auch Fan von der Franchise ist, unglaublich Spaß macht dann halt, weil man so das Gefühl hat, er connectet jetzt gerade nur mit mir, oder weil, also als Fan. Weil dann sind dann so Anspielungen drin, die nicht jeder verstehen kann auf Anhieb. Da gibt es so einen Moment, wo man eine Szene aus Attack on Titan sieht, wie so eine Taube Mikasa irgendwie so einen Schal um den Hals legt und wegfliegt. Und Mikasa nennt diese Taube oder gibt der Taube dann den Namen Eren. Und Jahre später taucht diese Taube wieder im Schrein von Yamiko auf in Inazuma. Und Shogun Raiden bzw. A ist gerade auch mit am Start und ja, der Traveler, der Reisende, der ist gerade irgendwie jenseits von Gut und Böse und beziehungsweise der ist, glaube ich, einfach notgeil auf irgendjemanden auf diesem Bild. Der ist aber nicht relevant, weil du siehst dann etwas, was die Idol-Animation von Raiden Shogun ist. Da nimmt sie nämlich so eine Taube auf ihr oder ihr, so ein Vögelchen auf die Hand und guckt sie so an und dann fliegt das Täubchen wieder weg. So, und das wird aber kombiniert. Man sieht die dann, wie sie dieses Täubchen auf der Hand hat, während Yamiko schon im Hintergrund so sabbernd dasteht und denkst dir, warum ist Yamiko sabbernd? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann siehst du quasi im letzten Panel, wie so ein kleiner rosa Fuchs, wusch, so von unten auf den Vogel zuspringt. Und das ist die Anspielung darauf, weil Yamiko hat nämlich die Idol-Animation, wo auch ein Vögelchen kommt, aber einer ihrer lila Donnerfüchse diesen Vogel dann wop frisst und sie sich darüber köstlich amüsiert. Und sowas muss ich sagen, da merkt man dran, da ist ein Fan, der Ahnung hat und der sogar Idol-Animationen als Gag verpackt, für die Leute, die es checken. Und ehrlich gesagt, das ist das Coole. Die Gags haben so eine schöne Varianz, die dich komplett abholen. Mal sind die total stumpf. Da geht's nur um Sex. Oder um Gewalt. Dann gibt es diese Memes. Seien es Internet-Memes oder eben halt Anime-Memes, die im Internet groß werden. Dann Anspielungen auf irgendwelche Anime, ohne um Memes zu sein, wo schon ein bisschen anspruchsvoller sind, sage ich mal, weil die nicht jeder kennen kann unbedingt. Und dann gibt es die Genshin Impact Anspielungen, die wirklich so schön eingearbeitet sind, dass die halt nur für Fans da sind. Und diese Varianz an Comedy ist Hammer. Also bei über 300, was weiß ich, Seiten ist es genial. Dann wird dann auch so ein Fass aufgemacht sozusagen, weil im Internet wird ja groß diskutiert. Es gibt ja Ayaka und Ayato. Da gab es ja zig Fanarts und die sind ja eigentlich Geschwister, aber Leute lieben ihre Siscons und was weiß ich. Und das wird dann so in einem Panel gezeigt, ne? Bist du eher Team Siscon? Bist du eher Team Brocon? Ne? Dann sieht man eben halt die Reisende, wie sie auf ihren Bruder abfährt. Das ist ja auch ein Ding, was kontrovers ist. Dann die Furry-Fans, ne? Wenn Raiden Shogun sagt, ach, ich, keine Ahnung, ich nehme Yamiko auch in ihrer Fuchsform oder ich will unbedingt die Fuchsform wiedersehen, weil sie die ja so selten zeigt und dann irgendwie so, also man das falsch interpretieren kann in, also komödiantisch natürlich, dass Raiden Shogun irgendwie in Wahrheit ein Furry ist, zumindest bei Yamiko. Oder bist du der Typ, der ganz zu Beginn von Genshin Impact, beziehungsweise immer noch, aber am Anfang von Genshin Impact, Leute werden es wissen, der Typ warst, der Lisa genommen hat, ne, die lila Hexe aus Mondstadt, und einfach nur mehrere Minuten lang den Berg hoch und runter geklettert ist und auf die japanische Synchronsprecherin quasi gestellt hat, die Sprache, weil
Wegen dem Stöhnen. Und dann Kopfhörer auf und du siehst Bennett wie so, oh ja, oh das ist gut, oh ja, oh, ja, ja, ja. Und im Hintergrund siehst du wie im Hintergrund siehst du wie Lisa den Berg hoch und runter krabbelt und immer, ah, ah, ah. Das ist so gut. Das ist ein Ding gewesen und das haben sie sogar entschärft, weil es ein bisschen zu horny war. Kleiner Funfact, die Synchronsprecherin, die Lisa auf Japanisch gemacht hat, hat einen unglaublichen Spaß damit gehabt und hat sogar selber eine Genshin Impact Session am Anfang aufgenommen, um zu gucken, wie ihre Stimme so im Spiel dann auch ist und hat es übel hart gefeiert, das mit dem Berg und fand, war auch einer derjenigen, diejenigen, die es schade fand auch, dass sie genervt wurde. Sie hat gesagt, Lisa wurde genervt und das ist nicht okay. Sehr schön. Dann so natürlich so Anspielungen wie Klee, ne? Klee ist die kleine rot bekleidete Dame, die gerne irgendwie mit ihren Bomben alles in die Luft sprengt. Und dann gibt's halt in Inazuma von Yoimiya so einen Stand, wo sie halt ihre Feuerwerksachen verkauft und irgendwo ist da halt so ein Grenade Launcher, so ein Granatenwerfer oder was auch immer das ist. Ich kenne mich mit Waffen leider gar nicht aus, ist aber auch egal. Halt so eine brutal aufgerüstete Waffe und so und explosive Sachen und Sprengstoff und Granaten und so. Und dann geht Klee so ganz lieb zu Albedo hin und sagt, ey, Albedo und Nichan, ich hätte die gerne alle. Und Albedo sagt nur sowas, weil er ja so relativ, naja, also sagen wir es mal so, er ist, was Gewalt angeht oder generell irgendwie so Sachen, da denkt er nicht groß drüber nach und sagt einfach so, ach ja, solange es dir gefällt, ne, dann können wir das mal machen. und dann kommt Tengu, Zara, genau, kommt dazwischen und sagt, ey, stopp, das hier wird hier aber nicht gemacht hier. Ich finde es halt einfach geil, weil es zum einen suggeriert, dass Yoimiya eben halt ihr Geld nicht nur mit ne, Feuerwerk verdient, sondern auch mit Sprengstoff und Waffen. Und zum anderen Albedo einfach gefühlt für Klee alles kaufen würde. Das fand ich ganz nice. Was haben wir denn dann noch? Oh ja, genau, das ist dann so eine Sache, das ist jetzt nicht wahnsinnig super lustig oder so, aber es ist süß und charmant, das muss man auch mal dazu packen. Hier gibt es eine Szene, wo Baido und Kazuha zusammen in einem Zug sind, auf einen Zug nach Inazuma, das gibt's natürlich nicht, aber das ist eine Anspielung auf auf Chihiros Reise ins Zauberland, auf die Endszene mit dem Zug. Und da sieht man eben halt No Face, wie er dann, oder wie er nochmal heißt, wenn man ihn auf der Seite sieht, damit man merkt, ach ja, stimmt, das ist eine Anspielung auf Chihiros Reise. Und auf der anderen Seite sieht man den einen Dude, ich bin noch nicht so wirklich weit bei Demon Slayer, aber ja, eine Dude aus Demon Slayer-Reihe irgendwas, ich weiß es nicht genau, um quasi darauf noch eine Anspielung zu machen, weil da gab es ja auch so eine Story mit einem Zug, ne? Und die sitzen da so zwischendrin, Baido wird müde und brumm, das ist so das klassische Romance-Ding pennt so auf Kazuha mehr oder minder ein. Und er hat ja immer diesen Standardblick so drauf. Und er, naja, also, er ist halt immer sehr sachlich, sage ich mal, so auch. Und dann im Kopf hat er die ganze Zeit so soft, so soft, so soft, so soft, so soft. So weich, so weich, so weich. Das war, und dass sie gut riecht. Und das fand ich ganz süß. Das war so eine Mischung aus, oh, Romance und, oh, guck mal, Anspielung auf Anime. Dann haben wir durch diesen Künstler scheinbar rausgefunden, dass die Achseln von Yelan besonderen Geschmack haben, denn die hat, wollte wohl cool, so richtig stylisch, wie sie halt ist, wollte sie so die Teekanne von oben so runter quasi tropfen lassen in den Tee und trifft aber dabei ihre Achseln, ne? Und Guba serviert diesen Tee und bevor Yelan irgendwie drauf reagieren kann, siehst du einfach Longli, glaube ich hieß er noch. Namen sind schwierig bei mir, gerade die chinesischen, da komme ich sehr hart durcheinander.
Aber hier der Archon der Erde, Geo Archon, wie er dann so dasteht und man sieht dieses Jojo Bizarre Adventure Face. Er hat so dieses Ding in der Hand und dann. Na komm, fuck it. Und das ist quasi der Beginn einer Meme-Reihe, wo, ich sag mal so, es ein Trend wird, Jelans Axel-Tee zu trinken. Okay. Oder was anderes, einer meiner absoluten Favoriten ist, ohne zu viel irgendwie auf irgendwas einzugehen, aber in Ningguang sieht man, wie sie quasi da so die Energie um sich rum hat und kämpft halt gerade. Also es gibt eine Mini-Arc, wo Ayaka es nicht mehr aushalten kann, dass die ganzen Mädels vom Traveler gebumst werden und geliebt werden. Und sie verwandelt sich so in so eine ultimative Yandere und sagt, so, jetzt reicht's und geht über Liyue und hat so eine riesige Genki-Dama und droht die abzuwerfen. Und Ningguang kontert, indem sie halt Fate quasi imitiert. Und dann ist so gut. Und dann eben halt den ultimativen Satz bringt, ne? Hier dieses I have created over 1000 J-Chambers. Die J-Chamber ist, also die Jadekammer ist ein riesiges Gebäude in der Luft über Liyue. Und, also sie fliegt dann so auf einer Insel. Und dann sagt sie, I have created over 1000 J-Chambers, unknown to death, nor known to life. Have withstood pain to create many weapons, yet those hands will never hold any shit. So as I pray, unlimited Jade Chamber works. Und du siehst dann aus diesen ganzen Portalen kommen 12.000 verschiedene Jadekammern. Diese Vorstellung einfach, diese Hunderttausende von Gebäuden einfach auf den Gegner abzuwerfen. Das ist so, ich liebe es, das ist so dumm. Es ist so dumm. Und wie gesagt, auch gleich wieder so eine Anspielung. Oder auch dann der Kampf mit Ayaka, wie sie gegen die anderen kämpft. Ich mache es jetzt ein bisschen kürzer, ich merke schon, dass ich zu viel drüber rede. Wie sie dann quasi versuchen, gegen sie anzukommen, aber sie einfach sagt, ah, too slow. Und dann siehst du ganz viele Schwerter, quasi Einkerbungen in der Luft, ne? Ihr kennt das Stilelement. Und jeder kennt es, der eben halt das neuere Devil May Cry gespielt hat, weil da ist es halt diese Anspielung, wo dann auch der Song kommt, dieses I am the storm that is approaching. Und da und dann einfach alle Gegner kaputt macht, weil Ayaka das jetzt halt auf einmal kann, ne? Und ist natürlich eine Anspielung wieder auf Devil May Cry, aber ich fand das einfach so doof. Es ist, wie gesagt, wir packen da alles rein. Oder, was ich auch geil finde, dass dann der Mangaka manchmal hergeht und sagt so, ich habe was erlebt in Genshin Impact, ich fand das nicht gut und ich möchte gerne, dass ihr dran teilhabt. Vielleicht kennt ihr das. Es gab einen Yoemiya-Banner. Und er wollte sie ziehen. Und du siehst dann Yoemiya, wie sie da so sitzt und gefühlt keiner mehr pullen will, weil alle sie schon irgendwie haben, weil es irgendwie der dritte Banner ist von Yoemiya. By the way, ich habe Yoemiya nicht einmal, also ich hätte gern nochmal einen Banner. Aber ja, sie sitzt dann so da, wie so ein Penner auf der Straße vor diesem Banner, was wie so ein Plakat halt ist in so Suburban, keine Ahnung, Straße oder sowas. Und sie sitzt dann so da, so ein bisschen verkümmert, niemand will sie mehr und so weiter. Im Hintergrund siehst du Wanted, Pedo irgendwas mit Albedo, weil, ne, wie gesagt, er ist ja sehr nett zu Klee. Und das wird dann da halt auch angespielt. Es ist so geil einfach. Und dann kommt der Traveler vorbei und sie guckt ihn so an und macht, Und dann nimmt er sie mit nach Inazuma. Also, dann sind sie in Inazuma. Und er gibt ihr so ein
ich glaube, das ist so ein vier... Oder warte mal, nee, das ist ein Fünf-Sterne-Schwert, ne? Genau, so ein anderes, so ein komisches Geo-Fünf-Sterne-Schwert gibt es ihr so in die Hand und sie so, So, was soll ich damit jetzt so, diese komplett überfordert. Und dann sieht man als nächstes sie im Bett zusammen mit dem Traveler, also hier die, so die klassische After-Sex-Szene so. Und sie ist immer noch total irritiert und er schläft mit so einem Daikimakura, wo die Bogenwaffe von ihr drauf ist. Weil es ist im Grunde so quasi, es suggeriert halt, er hätte diese Waffe gebraucht, damit er sie halbwegs sinnvoll spielt oder zumindest, dass er sie in Kombination spielt, aber er hat jetzt halt nur sie. Es ist so, also der Sex ist nicht so ganz zufriedenstellend, weil nicht alle Erwartungshaltungen erfüllt wurden. Und das ist so geil, das in dieser Gacha-Form aufzustellen, dass sie quasi miteinander geschlafen haben, aber der Sex unzufriedenstellend war, weil er diese Waffe für sie nicht bekommen hat und stattdessen dieses dumme Geo-Schwert. Aber jeder kennt es halt auch. Aber das so darzustellen, oh mein Gott, ich fand es so unglaublich lustig. Oder eine andere Szene, die dann danach kam, ist Yoimiya, wie sie mit Cookie zusammen abhängt und dann halt, wie gesagt, das ist jetzt, er hat sein ultimativer Harem, ne, und Ayaka, die da so als Running Gag immer so als Yandere hinter ihm her ist und ab und zu mal ihn tötet und ab und zu mal andere und dann ist halt einer der vielen, die dann halt zu Cookie in dem Fall sagen, ja, der Reisende und ich, wir sind jetzt zusammen und sie sagt dann so, oh, Gratulation, ja, und wie lang? Und Yoimiya steht dann so da und ist so ein bisschen beschämt und sagt so, also, er ist schon ziemlich groß, ne, also schon überdurchschnittlich und es tut ein bisschen weh, wenn er in dich eindringt. Und dann steht Cookie so da und meint, ich habe gefragt, wie lange ihr schon zusammen seid. Aber ist egal, weil Ito ist eh größer. Also, was? Das ist so geil. Oh, ich liebe das, ist so dumm. Aber das ist genau die Art von Humor, die ich mag. Und jetzt kommt auch etwas, das ist sowas, wo ich sage, okay, guck mal, das ist dieser Moment, wo ich einfach sage, es ist Comedy, es ist pervers, es ist over the top, es ist derbe, so soll's sein. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie hieß. Die in Sumeru, die Dendro-Bogen-Dame, die mit die Ember als Kindheitsfreundin hat. Colette, kann das sein? Oder war das ein anderer Charakter? Nee, hieß sie Colette? Ich kenne sie bis auf diese eine Mini-Arc wirklich kaum. Vielleicht gibt es noch eine Side-Story, wo man sie noch ein bisschen mehr, besser kennenlernt. Aber ja, ich kenne sie mehr oder minder nur aus dem Hauptgame und da kommt sie nicht so oft vor. Ich glaube, sie heißt Colette, bin mir aber nicht sicher. Die Grünhaarige, die mit ihrem Bogen Entdendro-Kram macht. So, die ist auf jeden Fall, ja, quasi in einer Szene ist sie so ein bisschen müde und erschöpft von ihrer Krankheit, die sie ja hat. Und dann liegt sie halt so da und liegt da. Und in ihrem Kopf ist es, kriegt sie mit, wie der Traveler, der by the way immer nackt ist, der läuft einfach permanent nackt rum. Das ist einfach sein Ding. Und sie merkt dann so, wie der so langsam immer näher kommt und sie sagt, oh, das ist, wird er genauso unzüchtige Dinge mit mir machen wie Ember, wird er mich von hinten nehmen, wird er, und ist schon ganz aufgeregt. Und dann geht der Traveler her und tut sie einfach so ganz lieb zudecken und sie, Und dann steht sie so auf und sagt, du treibst es jetzt nicht mit mir? Du nimmst mich jetzt nicht von hinten oder so? Und der Traveler so komplett so, du bist wach? Was? Hä? Und sie so, bin ich nicht attraktiv genug? Du denkst einfach nur so, was? Mädel, du wolltest also, dass der dich im Schlaf, ohne dich zu, what? Ja. In einer gewissen Form kann man sagen, ist ein Rape-Joke. Aber es ist halt so verpackt, dass sie es ja eigentlich will. Es ist so strange und du würdest den Charakter halt niemals so eingrenzen. Aber die Art, wie es halt aufgebaut wird, die Art, wie du es vorher noch nicht weißt, was die Pointe ist,
dass Ayaka schon im Hintergrund lauert und ne, quasi schon darauf gewartet hat, dass was passiert, um zuzuschlagen. Das ist alles so dumm. Ich habe Tränen gelacht, weil es passt nicht. Also es ist so, es viele Dinge, die diese Charaktere so machen, sind für mich mittlerweile Kanon. Zumindest in meinem Kopf, weil ich mir denke, ich weiß nicht warum, aber ich könnte mir irgendwie fast bei Colette vorstellen, dass die so ein bisschen strange ist. Aber ja, das ist einfach. Es ist halt derbe. Ja, es ist derbe, aber es ist auch so unglaublich lustig. Oder ein anderer derber Part ist, Hu Tao ist ja, die hat ja so eine Firma, wo sie Geld mit verdient, mit den Toten. Das ist ja so ihr Ding, ne? Sie kann ja nicht nur mit den Toten, mit den Geistern und so weiter kommunizieren, sondern sie hat ja da auch ein Begräbnisinstitut in Liyue. Und hat aber wenig Kundschaft, sage ich mal, weil der Traveler natürlich Liyue gerettet hat. Und da sind natürlich viele nicht gestorben. Was bei ihr so ein Loch in die Geldbörse reinfresst. Also beschließt sie einfach mal nebenan ins Nachbarland zu gehen, mit ihrem Sarg auf dem Rücken, macht so eine kleine Abenteuerrunde und läuft in Richtung Sumeru und freut sich und sagt, ach ja, Mensch, welche Masse an Toten erwartet mich hier dieses Mal? Und dann sieht man einfach nur, wie die NPCs von Sumeru irgendwie miteinander reden, und dass der Traveler doch die wieder ganz Sumeru gerettet hat und alles ist gut. Niemand ist gestorben, ist das nicht schön? Und Hu Tao kommt gerade an, kriegt das mit und sagt, wie? No way. Was? Aber, ach nee, ey. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt gibt's in Sumeru auch keine Toten? Und du siehst sogar noch eine Szene aus Liyue, wo sie halt quasi Chi-Chi hochnimmt und es einfach, ihre Existenz einfach hasst, weil sie ein Zombie ist und nicht stirbt. Das ist einfach so geil. Und sie ist einfach so tränen. Wo ist mein ganzes Geld hin? Die ganzen Toten, warum stirbt denn niemand? Das ist geil. Das ist halt einfach. Es ist halt so, man denkt, wenn man spielt, nicht so drüber nach. Aber das ist ja halt nun mal ihr Beruf sozusagen. Sie verdient damit Geld. Aber wenn der Traveler von einem Ort zum nächsten reist und einfach Leute daran hindert zu sterben, ist das eigentlich der Erzfeind für sie in einer gewissen Form. Vor allem für ihr Geldbeutel. Ich finde es so gut. Oh, es ist so herrlich. Ja. Ja, okay, das brechen wir mal grob zusammen. Das ist auch sowas, wo ich wieder gedacht habe, oh Gott, das ist einer meiner absoluten Lieblingsmemes. Wer es kennt, es gibt ja, oh Gott, scheiße, wie heißt das Spiel nochmal? Dieses Spiel aus der Orange Box. Team Fortress, genau. Team Fortress hat ja über die Jahre hinweg und immer noch Memes produziert, ne, mit den Figuren. Und da gibt es dieses eine Meme mit dem Kaffee und ich liebe es, weil es einfach so dumm ist. Und das hat sich der dann auch genommen und hat dann gesagt, ja, komm, wir lassen hier Yamiko und Raiden Shogun so ein bisschen über Kochen reden, beziehungsweise Raiden will es irgendwie so lernen gerade zu kochen und Yamiko, ja, hat er so mehr oder minder Ahnung und am letzten Ende sagen sie, ach komm, benutze einfach den Reiskocher, so nach dem Motto, ne, Frauen kochen, alles, die Zeiten sind vorbei. Und dann hast du die Szene mit dem Traveler, wie er da vor dem kleinen Archon-Mädel halt, aus Sumeru, vor ihm steht und mit Weedblättern so hantiert und sagt, guck mal, das ist Cannabis. Ich habe gehört, dass du solltest dich da mal reinknien in das Zeug. Ich habe gehört, dass das entspannt richtig krass. Ist das nicht seltsam? Und der Traveler sitzt dann so da und denkt sich, soll ich nicht? Das ist ein bisschen komisch. Und am Ende siehst du,
siehst du Venti mit der Kaffeetasse, wo er draufsteht und sagt einfach nur Frauen und Zhong Li auch so mit einer ganzen Kaffeetasse und er das ist dieses Meme, wo danach eigentlich, das finde ich hat noch gefehlt, wo beide da so den Kaffee trinken. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber es ist dieses Frauen und es ist so ein dummes Meme, aber das mit Venti und Zhong Li zu sehen ist fucking fantastisch. Ich habe wirklich musste darüber sehr lachen. Ein anderer Moment ist, wenn der Doktor, der Antagonist oder einer der Antagonisten aus der Sumero-Arc verkloppt wird, ne? Einer der Fatui wird er vom Traveler verkloppt und dem sein Outfit reißt dann so auf und du siehst dann so einen over-the-top muskulösen Buddy unten drunter und er ist so quasi so im Schmerz, aber er findet's auch irgendwie ganz gut, weil er irgendwie ein Masochist ist. Und der Traveler geht dann weg und stellt sich so an die Wand und sagt, oh shit, ich war so kurz davor, hart zu werden, oh Gott. Und ist so selber davon irritiert, weil er kennt diese Art in sich noch nicht so. Und dann siehst du Naida heißt sie genau, wie sie im Hintergrund einfach ihn weiter auspeitscht, so voll fröhlich und da richtig Spaß dran hat. Oh, es ist so dumm. Es ist einfach so dumm. Also wie gesagt, diese Jokes, die sind halt auch am laufenden Band. Es wird auch suggeriert in einem Comic-Strip oder beziehungsweise der Traveler bumst irgendwann in irgendeinem Comic-Strip natürlich mit Raiden Shogun, weil, hallo, hot. Und naja, daraus suggeriert halt dann Monate, Jahre später oder sowas, dass der Traveler dann sagt, du bist ja aus Raiden Shogun entstanden, ne? Also ich hab dir da was zu sagen. Also ich hab da mal mit deiner Mutter was gemacht und das suggeriert, glaube ich, dass... Naja, ich sag's wie es ist, ich bin dein Vater. Und du siehst dann, wie Wanderer am Doktor so hängt, wie halt in der Star Wars-Szene Luke an diesem Pfahl. Und no! Es ist so dumm. Es ist so dumm einfach, es ist herrlich. Oh Gott. Was haben wir denn noch? Oh ja, genau. Dann ist es so, ein Running Gag, der sich immer wieder etabliert ist, der Traveler hat halt, bums halt irgendeine, oh, so offscreen, aber Paimon ist halt immer dabei und wird halt immer ignoriert, dass sie dabei ist. Irgendwann, ne, manche sagen dann so, oh, aber Paimon schaut doch zu und dem Traveler ist es einfach voll egal, weil Paimon ist halt einfach da, ne? Paimon ist halt Paimon, so, das wird nicht ernst genommen oder irgendwas. Und dann siehst du halt so eine Mini-Arc mit Ayaka, wie sie sich so versucht, so richtig an den Traveler ranzumachen und so. Und dann hast du den Moment, wo er dann einfach sagt, so, das reicht mir jetzt, wir gehen jetzt da hinten hin, ich kann nicht mehr. Und nimmt sie halt von hinten oder was auch immer. Und dann geht's halt irgendwie um das Schwert, um sein Schwert und so weiter. Und er sagt, ja, du musst mein Schwert nicht mehr stehlen, ich gib's dir einfach jetzt. So ein dummer Spruch. Und dann, du hörst die ganze Gestöhne und du siehst Paimon einfach nur so da, so komplett zerstört. Hat es schon gefühlt jetzt 1000 Mal gesehen und ist so komplett fertig mit der Welt. Und die ist einfach nur entzürnt, enttäuscht. Es ist so, alles symbolisiert sich so in ihrem Gesicht so komplett leer, innerlich tot. Und sie guckt da einfach nur drauf. Und dann sagt Ayaka sowas wie, oh nein, aber Paimon schaut doch zu. Und dann sagt der Traveler einfach so knallhart, ah, ist okay, sie ist gewohnt. Das ist einfach die Vorstellung, dass Paimon einfach wirklich jeden einzelnen privaten Geschlechtsverkehr vom Traveler im Laufe seiner Zeit mitbekommt. Und Paimon, das ist einfach, es ist, ey, ohne Scheiß, wenn eines Tages rauskommt, wir wissen es ja nicht, es suggeriert es natürlich, aber wenn eines Tages rauskommt, dass Paimon in Wahrheit die krasse Oberbösewichtin bzw. Göttin ist und so weiter und bla bla bla, ist das ultimative Futter für einen Gag,
für das Ende von Genshin Impact bin, der Zeichner bis dahin noch die Zeichnungen macht, hätte ich so einen geilen... Das wäre einfach so der Moment, wo ich sagen würde, am Ende gewinnt dann einfach Paimon. Weil sie den... Sie hat das alles durchlebt, sie musste das jedes Mal mit angucken und am Ende einfach so, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich werde ultimativ, ich werde krass, ich töte euch alle, es reicht jetzt, ich kann nicht mehr. So PTSD oder sowas, ne? Oh mein Gott, das ist so dumm. Auch einer meiner absoluten Favoriten, weil es halt auch wieder geschrieben wird. Es wird hier halt suggeriert, dass die Geschwister es miteinander treiben. Wer hätte es gedacht? Und, ja gut, der Traveler kommt dann halt nach Hause. Ich weiß gar nicht, wie er Aether heißt er, glaube ich, ne? Also als Charaktername. Aether kommt nach Hause und Lumine sitzt halt in diesem, oder in Sumero halt in dieser Bude. Und Lumine sitzt da halt auch schon und befriedigt sich gerade mit einer Karotte. Was man halt so tut, ne? Weil lang und weil halt gerade da. Und sie ist gerade so, oh, Nichan, oh, du bist da und ist so peinlich berührt. Und Aether ist halt so angepisst und sagt, bist du bescheuert? Ich wollte es später noch essen. Und du denkst dir erst so, er meint die Karotte. Und dann meint er, wenn du das die ganze Zeit benutzt hast, dann schmeckt es später nach fucking Karotte. Und du denkst, ach, jetzt weiß man, was er später essen wollte und warum die Karotte ein Problem ist. Aber fairerweise, ich habe darüber noch nie so nachgedacht. Das könnte, also für Connoisseure, könnte das den Geschmack da unten eventuell verändern. Es ist ein wilder Take, aber vielleicht ist die Karotte wirklich nicht die beste Wahl. Ja, aber vielleicht mögen Leute auch Karotten. Vielleicht ist es bei Veganer oder Vegetarier eine gute Ausnahme, wo man sagt, oh, Karottengeschmack, mein Lieblingsgeschmack. Ich weiß es nicht, aber ich habe nie so sehr darüber nachgedacht. Jetzt denke ich darüber mehr nach, als es mir lieb ist. Ah, ja. Dann natürlich ein Klassiker, der musste einfach sein. Und das ist so der Punkt auch, wo ich mir denke, ja, es ist ein Japaner und ja, es ist ein Genshin-Fan. Danke. Weil darauf habe ich sehr lange gewartet. Es gibt natürlich schon die Anspielung, dass Raiden Shogun, sobald sie wütend ist, immer ihr Schwert aus der Titte rausholt. Ne? Es ist dieses Buba-Schwert, wir kennen das alle. Das Meme wurde auch schon zu Fach gemacht. Und jetzt gibt es ja einen neuen Charakter in Fontaine. Fairerweise, ich bin da noch gar nicht. Ich habe die Arc noch nicht angefangen. Ich habe den Charakter schon gepullt tatsächlich, aber ich kann sie noch nicht nutzen. Chlorine, unglaublich krasses Design. Hat auch wieder eine etwas größere Körbchengröße. Und er begegnet der zum ersten Mal. Und total unhinged, so total ohne drüber nachzudenken. Boop. Mit dem Stupsfinger. So auf den Buba so drauf. Boop. Ne? Weil er einfach so begeistert ist, dass das so groß ist. Und in dem Moment holt sie das reine Shogun-Schwert aus ihrem Vorderbau raus. Und ist der Kommentar der Mangaka macht immer noch so eine nette Side-Kommentar unten drunter, immer unter den Comic. Und dann schreibt er dazu, scheint so, als würde jeder Charakter in Genshin Impact, der eine große Oberweite hat, das Schwert aus dem Buba ziehen können. Und der Gedanke daran, da steckt vielleicht in Zukunft noch Potenzial für Humor drin. Also, bei diesen Charakteren vor sich walten lassen, die können alle den Raiden-Shogun machen. Fand ich so vom Gedankengang her ganz nice. Und ja, das sind jetzt nur ein paar auserwählte Sachen, wo ich einfach mal drüber sprechen wollte, wo ich einfach mal als Beispiel nehmen wollte. Wie gesagt, es ist schwierig, Humor zu verkaufen, aber vielleicht habe ich euch verkauft, warum ich es mag. Es gibt auch zum Beispiel eine Szene gleich zu Beginn von der Ayaka-Mini-Arc, wo sie Yandere wird, wo der Mangaka, ich weiß nicht, was er zitiert hat, irgendeinen brutalen Manga oder was auch immer, aber da ist es auf jeden Fall so, es ist natürlich humoristisch gemacht, aber es war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, also bei diesem Mangaka kann wirklich alles passieren. Da gibt es so einen Moment, wo sie einfach nur so mit Ayaka einfach nur so mit dem Finger zeigt und so Pau macht, so Peng. Mehr nicht. Und
der eine weibliche Charakter einfach mal so komplett entzweit wird, so, also so in zwei Hälften geteilt und überall Blut und so. Und du dachtest dir so, okay, es ist zwar humoristisch gezeichnet, also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, oh, wie grotesk und eklig und was weiß ich, sondern es ist schon noch Comedy-mäßig gemacht. Aber es war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Im nächsten Panel lebt sie auch wieder, ne? Aber so dieses over the top, jetzt auf nachher einfach mal brutal zu sein. Ey, ohne Scheiß, Leute, wisst ihr was? Ich hab's ein bisschen vermisst, ehrlich gesagt. Ich hab das wahnsinnig vermisst, diese Art, und ich hab das wahnsinnig vermisst, diese Art, und ich muss sagen, ich brauch das mal wieder. Ich hab das mal wieder gebraucht. Diese Art von Humor finde ich so genial, weil sie so von jetzt auf nachher kommt, weil sie, um es mal so zu sagen, kein Blatt vor den Mund nimmt, weil ich finde Humor, ich mag eigentlich Humor sämtlicher Art und ich bin da niemandem böse oder so, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Wenn man sagt, ein Humor ist nicht für einen, dann ist das auch in Ordnung. Ich habe auch Humor, der oftmals nichts für mich ist. Und dann, ja, dann finde ich den halt nicht lustig und fertig. Aber dieses, der Trend ist natürlich, geht natürlich dahin, dass man jetzt natürlich sagt, was, du lachst da über einen Rape-Joke? Du weißt aber schon, wie schlimm das in der Realität ist. Ja, offensichtlich, aber es ist nicht die Realität. Und es ist einfach nur over the top. Das heißt nicht, dass ich jetzt rausgehe und seid ihr bescheuert. Also ich finde auch, jeder Mensch, der so denkt, ist halt echt nicht mehr ganz dicht im Kopf. Also wirklich, also jemanden so zu verurteilen, nur weil er etwas offensichtlich Schlimmes in Comedy-Form lustig findet. Wie gesagt, die Menschen neigen dazu, auch wenn sie es oft mittlerweile nicht zugeben, dass sie darüber lachen, weil es eben dieses Extrem ist, ne? So dieses komplette Extrem, so dass alles andere, was man eigentlich lustig finden sollte, so verpackt und die mit der Pointe so gut inszeniert, dass es lustig ist. Das ist etwas, was, wie ich finde, Japan halt noch macht. Noch. Wir wissen auch nicht, wie in Zukunft das wird und wie sehr globalisiert Japan wird, was auch das angeht, ne? Weil an jeder Ecke steht die Humorpolizei, die sagt und dir jetzt quasi vorgibt, was du lustig zu finden hast und was nicht. Mein Problem ist bloß, wenn diese Leute, die mit diesem Stock im Hintern auf mich zukommen und mir dann sagen, als Beispiel, was man lustig finden kann, dann muss ich euch sagen, meistens ist es so, dass ich das überhaupt nicht lustig finde. Um nicht zu sagen, langweilig. Und bei mir braucht Humor irgendwas, was vielleicht ein bisschen reibt, ein bisschen Reibereien erzeugt. Ich finde das einfach lustiger, weil es übertrieben ist, weil es over the top ist, weil es bösartig ist. Ja, deswegen, ja. War das so etwas, was mich komplett abgeholt hat. Diese über 300, wenn nicht sogar mehr, Yonkoma-Seiten, die holen meiner Ansicht nach alle ab, die damit was zu tun haben. Die holen auch Leute ab, die keine Ahnung von Genshin Impact haben, weil der Humor nicht immer nur auf Genshin Impact, also diese Genshin Impact Insider sozusagen, die sind nicht ultra häufig. Die gibt es mal, dann werdet ihr vielleicht mal etwas nicht so ganz verstehen. Aber ich finde, der Mangaka gibt sich immer Mühe, dass man trotzdem irgendwie ein bisschen Humor mitbekommt trotzdem. Also, dass man über vielleicht was anderes lachen kann, weil man den Genshin Impact Insider jetzt nicht versteht. Fernab davon, wie gesagt, muss ich aber sagen, das ist nicht nur für Genshin Impact Fans. Diese Internet-Memes, diese Anime-Anspielungen von anderen, ne, von JoJo Bizarre Adventure oder sonst was, das ist geil, um es mal so zu sagen. So wie es da eingefügt wird. Ich bin normalerweise der Letzte, der sagen würde, JoJo Bizarre Adventure Memes, oh Mann, das ist aber lustig. Aber wie dieser Mangaka das einfügt, ist es lustig. Es ist geil, es ist overdesigned und so weiter, ne? Und diese Art von Parodie und gleichzeitig Hommage an andere Anime, an andere Werke, an Genshin Impact selbst, ist fantastisch. Ich liebe diesen Yonkoma Manga. Ich liebe diesen Künstler, weil der einfach, ich das Gefühl habe, das ist ein leidenschaftlicher Genshin-Player, der einfach wahnsinnig viel Spaß mit dem Ganzen hat und da einfach in seiner Freizeit einfach noch mehr mitmachen will.
Und ich respektiere sowas. Ich finde sowas unglaublich charmant und sympathisch. Und ich will einfach, dass mehr Leute da draußen dem mal eine Chance geben. Die gibt's nur, Anführungsstrichen, nur, was ja schon eigentlich eine Ehre ist. Zumindest gibt's sie auf Englisch übersetzt. Auf Deutsch übersetzt gibt's die leider nicht. Die wird's wahrscheinlich nicht auch nicht auf Deutsch geben, ehrlich gesagt. Falls ihr doch die ganzen Sachen auf Deutsch findet, dann cool. Freut mich. Aber die wird überwiegend Englisch sein. Aber für die Leute, die Englisch können und da mal Bock haben, vielleicht sich auch mal hintrauen und sagen, ah, ich kenne Genshin Impact nicht, aber mir hat das jetzt vielleicht ganz gut gefallen und ich mag Schmuddelhumor und ich mag, wenn es gerne mal ein bisschen over the top ist, ein bisschen drüber, ein bisschen derbe. Ja, also erwartet viel Sex. Es wird sehr viel gebumst. Aber er hat quasi sozusagen, und das ist nur die, im Grunde die, also Safe for Work würde ich es jetzt auch nicht nennen, aber es ist die Safe for Work Variante, seine Yonkoma Manga. Er hat aber auch noch Yonkoma Manga, wo überwiegend gebumst wird. Also wo es eher in Rule 34 Richtung geht. Die sind auch komödiantisch, aber man merkt halt, da ist der Fokus doch eher auf den Ero-Manga-Gehalt. Und da muss ich ehrlich sagen, also die Figuren sehen ja bescheuert aus. Und die Szenen dadurch sind halt einfach lustig, weil die Figuren sehen bescheuert aus. Wenn die miteinander Sex haben, sieht es einfach doof aus. Das ist wahrscheinlich auch Teil des Humors. Nach einer Zeit finde ich das aber irgendwie nicht ganz so gut. Also auch der Humor, na, ist manchmal ganz nett, manchmal nicht. Aber ja. Auf jeden Fall feiere ich's und würde nur sagen, guckt euch eher die Yonkoma-Comics an, die sind lustiger als die Ero-Manga. Die kann man auch mitnehmen, klar, ich habe jetzt die auch mitgenommen. Ich finde die nicht so berauschend. Ich mag den Comedy-Anteil in einem anderen Teil einfach mehr und den empfehle ich auf jeden Fall. Und ja, vielleicht, es würde mich freuen, wenn ich euch da jetzt irgendwie hingebracht habe. Ich habe jetzt eine Stunde drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob sich das irgendjemand freiwillig anguckt, ehrlich gesagt. Aber falls ihr bis hierhin ausgehalten habt und es freiwillig angeguckt habt und euch vielleicht entschieden habt, da mal reinzugucken, vielen, vielen Dank. Nicht nur ich danke euch, sondern auch der Künstler dankt euch. Weil ich finde, über sowas sollte man auch mal reden, weil wir reden natürlich immer über die offiziellen Mangaka, die den Namen haben, die bei Verlegen arbeiten und so weiter. Und das ist auch alles cool. Aber es gibt halt auch Indie-Mangaka da draußen. Und deswegen finde ich, sollte man auch mal über Doujinshi sprechen. Man sollte. Im Grunde ist es eine Doujinshi-Review, wenn ihr so willt. Es ist einer meiner wenigen Doujinshi-Reviews. Und ich finde, das sollte man auch zelebrieren. Als was Eigenständiges, allein schon auf diesem Kanal. Ich will natürlich immer mal wieder auch mehr in diese Richtung machen. Ich will aber auch immer versuchen, dass es möglich ist, dass ihr das auch lesen könnt. Und viele Doujinshi sind halt einfach nur Sex. The End. Da gibt's nicht viel zu reden, ja. Aber es gibt halt auch mal Ausnahmen und vielleicht in Zukunft, wenn ich da, also eigentlich immer, wenn ich was finde und ich habe Lust darüber zu sprechen, werde ich es tun. Auch bei Doujinshi. Aber halt dann auch nur, wenn es ein bisschen um mehr geht. Und dieser, wie ich finde, dieser Yonkoma Doujinshi von diesem Mangaka, finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich empfehlenswert und es würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ansonsten, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr ausgehalten habt, dass ihr hoffentlich Spaß damit hattet. Wenn es euch gefallen hat oder ihr auch gerne mal sowas in der Richtung mitbekommen wollt, dann würde ich mich über eine positive Rückmeldung freuen. Schaut auch gerne in die anderen Videos rein. Wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung rein. Da gibt es jede Menge Links. Und apropos Links, bevor ich es nochmal vergesse, ich werde nochmal, so gut es geht, da muss man ein bisschen aufpassen, habe ich gelernt, ich werde zumindest auf den Not Safe for Work X-Twitter-Account den verlinken. Alles andere wird schwierig, ne? Pixiv und so, das ist ja, ne? Darf man ja nicht so, ne? YouTube ist da, und so. Aber ich werde zumindest den Twitter-Account von dem reinpacken. Und da könnt ihr euch das mal angucken und könnt überlegen, ob das was für euch ist oder nicht.
dem followen, Like da lassen, was auch immer. Oder sonstiges damit tun, das ist dann euch überlassen. Aber da habt ihr nochmal die Möglichkeit reinzugucken. Und wie gesagt, da gibt es jede Menge nachzuholen, falls ihr Interesse habt. Sehr cool, da wartet einiges auf euch. Und es ist auch so ein kleiner Snack, den kann man mal nebenbei, kann man mal so 5, 10, 20 Seiten oder so am Stück lesen. Und einfach mal ein bisschen schmunzeln, vielleicht sogar ein bisschen mehr lachen, vielleicht sogar eine Träne rollen lassen. Ist es alles bei mir passiert. Und ich freue mich auf jeden neuen Comic, der da in Zukunft rauskommt, weil das ist auch was ich generell geil finde. Ne, das ist sowas, was ich cool finde. Also was so ein bisschen, was die Mangaka so mit X-Twitter machen, dass manche jede Woche oder so ab und zu mal ihr Artwork rauspacken oder eben halt neuen Comic-Strip machen. Und das ist geil, weil das ist so ein Moment, wo du dann durch X-Twitter laufst, oh, die Welt hasst sich mal wieder, okay, ja, interessiert mich nicht. Bam! Neuer Yonkoma-Manga von dem Mangaka ist am Start, habe ich Bock drauf. Ja, macht den Tag ein bisschen wieder schöner. Bam! So, ich würde natürlich jetzt einmal kurz quasi abgelenkt, weil jemand hier rein wollte. Ich nehme nämlich schon viel zu lange auf. Ich habe nämlich noch was vor. Aber ja, das musste jetzt noch sein. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich bin euer René von der Maison Manga. Das war meine Doujinshi Review zum tödlichen Alltag von Genshin Impact. Und ich sage Tau. Ich wollte irgendwas Genshin Impact-mäßiges sagen, aber mir ist nichts anderes eingefallen, außer Tau. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal und tschö-tschö. Tehe?